Leute und herzlich willkommen zum Hauptstadtsport TV Weekend Flashback. Heute mal bei diesem traumhaften Wetter vom wunderschönen Orankesee in Weißensee. Am Samstag gab es japanische Kampfkunst beim Berliner TSC. Beim Karate Gashuku, das habe ich doch richtig ausgesprochen, waren zwei Senseis aus Japan vor Ort. Arimoto-Sensei als Kata-Experte und Toyama-Sensei als Kumite-Experte. Und Gashuku ist übrigens ein Lehrgang, bei dem man abseits vom stressigen Leben zusammen trainiert und zusammen Spaß hat. Sonntag lud die Turnergemeinde in Berlin wieder zu den TIB-Spielen ein. Diese wurden letztes Jahr erstmalig zum Anlass der Stadioneinweihung veranstaltet und aufgrund des großen Erfolgs ist es nun ein alljährliches Event. In der zweiten Hockey-Bundesliga konnten die Blau-Weiß-Damen das letzte Heimspiel der Saison gegen TuS Obermenzing bei gefühlten 45 Grad dennoch mit 2:0 gewinnen. Leider ist das Warm-up zum Buddenbrock-Rennen auf der Trabrennbahn Mariendorf ausgefallen, aber Trabrennen gibt es trotzdem zu sehen. Ich war auf der Trabrennbahn Mariendorf und habe mich mal im Trabrennen ausprobiert. Ich hatte ja schon mal gesagt, mein Vater war erfolgreicher Trabrennfahrer und da musste ich natürlich testen, ob das Trabrennblut auch in meinen Adern fließt. Ob es das tut, schaut's euch an. Das Video wäre natürlich viel lustiger, wenn ich jetzt noch Angst vor Pferden hätte oder so. Aber sorry. Am Freitag ist Hauptstadtsport TV beim SCC Midsommer. Das ist eine große Leichtathletikveranstaltung mit allen möglichen Disziplinen, die das Leichtathletikerherz höher schlagen lassen. Dann gibt es noch was ganz Neues auf Hauptstadtsport TV. Hochkarätiger Dressursport von Donnerstag bis Sonntag. Das edle Gestüt Bonhomme lädt ein und zum Ritt ums Goldene Pferd kommt die ganze Dressurelite aus ganz Deutschland angereist. Außerdem wird es nächstes Wochenende passend zu den heißen Temperaturen mal wieder nass. Die Berliner Schwimmmeisterschaften des BSV stehen auf dem Plan. Schließe ich den Weekend-Flashback natürlich auch wieder ab. Ob die Spandau Bulldogs hier wohl einen neuen Spieler verpflichten können? Hey Rocky, he's got the ball, he's got the juice, back to 5, 10, 15, 20. He makes a cut back in, 30, 35, he's around the other end, 40, 50.
Das war's wieder mit dem Hauptstadtsport TV Weekend Flashback. Ich werde mich jetzt hier noch ein bisschen am Orankesee vergnügen, vielleicht ein Eis schnabulieren. Ihr solltet das Gleiche tun. Genießt den Sommer, trinkt viel, werdet braun und ja, habt Spaß!